einfach ein gutes Erlebnis und ich werde es wahrscheinlich immer in Erinnerung behalten. Inmitten der pulsierenden Atmosphäre des historischen Flughafens Tempelhof erwacht das Airfield Race des Berliner Radsportverbandes zum Leben. Ein atemberaubendes Radsport-Event, das die Sinne beflügelt und die Herzen jedes Radsportlers höher schlagen lässt. Es war ein sehr anstrengendes Rennen und es war sehr windig, es waren sonst gute Verhältnisse hier und es war ein sehr schönes Rennen für mich. Hier treffen sich wagemutige Radsportler aus Deutschland, um bei der offenen Landesmeisterschaft Einserstraße auf dem Rundkurs von 10 Kilometer ihre Leidenschaft für Präzision zu entfachen. Die Strecke verläuft über das eindrucksvolle Gelände des Flughafens, das durch seine weiten und offenen Flächen ideale Bedingungen für packende Rennen bietet. Mit schnellen Geraden und anspruchsvollen Kurven fordert sie von den Teilnehmern sowohl Geschwindigkeit als auch technisches Können. Das Feedback ist sehr positiv. Sportlich ist die Strecke nicht die anspruchsvollste, aber hier auf dem Tempelhofer Feld, so wie bekannt, spielt die Wind eine große Rolle. Zu den Teilnehmern zählen auch zwei Nachwuchssportler des SC Berlin. Fiona Schmidtmeier zeichnet sich durch beeindruckende Ausdauer und taktisches Geschick aus, während ihr Vereinskamerad Emil Fischer als aufstrebendes Talent in seiner Altersklasse mit explosiver Geschwindigkeit und unvergleichlicher Agilität glänzt. Das Highlight ist, dass auch so viele Leute hier zugucken, die auch nicht zum Radsport gehören, also die einfach von irgendwo kommen und einen anfeuern. Das ist eigentlich so, wieso ich hier starte. Nach einem actiongeladenen Renntag bietet das Fahrradfestival Velo Berlin den Sportlern die Gelegenheit, die Branche aus einer ganz neuen Perspektive kennenzulernen. Zwischendurch sorgen das Laufrad- und Kindergartrennen Last Kid Standing für gute Laune und Begeisterung. Ein unvergessliches Event voller packender Rennen, beeindruckender Leistungen und spannender Begegnungen.